Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoclash 2. Im letzten Part haben wir die Motten abgegeben und haben... Ja, was haben wir denn gemacht? Ach ja, genau, wir haben Hanay und Deidra gefunden und nach Hause gebracht. Oder was heißt nach Hause gebracht? Die sind einfach heimgegangen. Ohne mich. Na, egal, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zu Father Mother. Soll ja bei der Südstraße irgendwo sein. Ich bin gespannt, wie eigentlich immer. Ich kenne das Spiel ja nicht. Das ist richtig geil. Blind Let's Plays machen echt Spaß. Man weiß nie, was kommt und es kann alles passieren. Okay, hier waren wir ja schon, das kennen wir. Ach ja, die Kameldinger mit einem Höcker. Ich weiß gar nicht, werden die nicht Dromedar genannt? Die mit einem Höcker? Ich glaube, Dromedar werden die genannt. Aber ich weiß es jetzt gar nicht. I don't know. Was ist das? Ein Abfluss? Liegt hier vielleicht noch was? Nö. Nö, nö, nö. Hier zum Schusstraining, zum hier Zielübungen machen. Aha, aha, aha. Weiter geht's. Ich behalte mal die Knarre, die ist geil. Und ich dachte echt, der Löwen... Who do you think kidnapped Father Mother and took him south? A lot of people hate Father Mother. It happens to anyone who is powerful. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich werde auch jeden Tag gekidnappt, weil ich einfach so gut bin. Und wenn das nicht passieren würde, dann hätte ich schon mehr Abonnenten als Gronkh, ne? Ja. Nee, was ich sagen wollte, der Typ im Löwenkostüm. Ich habe echt gedacht, als der auf mich zugestürmt ist, der will mich auffuttern. Aber er hat dann doch die Motten vorgezogen. Ui, eine Südstraße. Moment, wie sieht denn das jetzt aus? Immer noch gleich. Und dieses Gebiet hier, das wird, wie gesagt, ich glaube, da gibt es dann den finalen Bossfight. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Weiter nach Süden. Hier soll es ja kälter werden. Ja, ich verschwende jetzt Munition für die Viecher. Warum? Ich will die Waffe irgendwann auch mal wieder loswerden. Damit ich eine neue sammeln kann und dann mehr Munition habe. Weil ich bin mir sicher, wir kriegen hier noch eine Schusswaffe. Wäre komisch, wenn nicht. Huah! Ups. Okay, aber hier sieht es wirklich sehr düster aus. Und dahinter beginnt ein neues Gebiet. Oh, da ist der pinke Turm. Moment, das ist der pinke Turm, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist das der pinke Turm? Wäre geil, wenn man den von hier aus sehen könnte. Moment, ich guck mal auf die Karte ganz kurz. Doch, das muss der pinke Turm sein, weil, ja, wir gucken ja, so gesehen, wenn wir von dort kommen, so wie wir auf der Karte jetzt angezeigt werden, wenn wir nach rechts gucken, dann ist da der pinke Turm und wir gucken jetzt nach rechts. Da ist der pinke Turm. Ist ja geil. Da hüpft irgendwas. Fragt mich nicht, was. Oh Gott, wer ist das? Father Mothers Anzug. Sein Fell. Ist er jetzt schon wieder nackt? Also langsam wird es mir echt zu obszön, das ganze Spiel. Die haben ihm echt sein ganzes Ding geklaut. Ich bin mal gespannt, wie der nackt aussieht. Ja. Ich mache dann schöne Screenshots von und stelle die auf irgendeine eklige Pornoseite. Wie wär's denn mit YouTube? Jetzt werde ich bestimmt gesperrt. Ihr Leute von YouTube, ich hab's nicht so gemeint. Bitte verzeiht mir das nochmal. Das war doch nicht so gemeint. Ich bin jung und brauche das Geld, um Views zu kriegen, weil das ja auch mein höchstes Ziel ist. Wer das nicht guckt, ist scheiße. So, genug. Da sieht man noch das Ei. Boah, das ist echt ein Ei. Das ist eine halbe Eierschale und der pinke Turm ist hinterm Berg. Nee, da ist er. Okay. Es wird spannend. Wie komme ich denn da hin? Ach so. Kann ich auch durchs Rohr? Ja, ist ja geil. Hier ist bestimmt noch... nichts. Boah. Der Soundtrack ist geil. Der ist richtig geil. Der macht mir gerade echt Angst. What is this?
It's how it needs to conclude. Many people have a story which needs a conclusion. Averillo, Anpa's father. Teterha, Gastornis's mother. Gila, Therium's mother. And Hermelin, Zitzi's father. Wasn't he someone else's father too? What do you all want? I thought it was apparent. All these people have some animosity against the one who stole their newborns. And they are now ready to lynch him. And the golems, the shadows with them. Gifts, servants they can use however they please. If I remember correctly, I gave you and Remot some gifts as well, no? Why are you doing this? Cox Tay was asking for something strange, expecting you to obey retroactive laws. My idea of how you achieve your potential is different. This is the test that reveals, the one you have been avoiding. Without the test, your lives would be a long wait, unbearable for me to watch. Bah! I'm not here for this. I'm here to beat Father Mother to my heart's content. No! Boah! Shit, ey! Okay, jetzt gibt's Krieg, Junge! Jetzt gibt's echt Krieg hier! Das kann ich nicht mit ansehen. Dass sie ihr Vater mal da lynchen. Du, das geht doch nicht! Das ist verboten! Hups. Ja. Da spielt jemand Payday the Heist. Den kenne ich sogar. Hä? Hallo, Nord. Mann, der guckt es eh nicht. Mann, du blöde Mutter, ey. Ich peitsche dich zu Tode. So wie ich jeden zu Tode peitsche, der mir nicht passt. Ja, ja. Also wenn das jetzt der finale Kampf ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann ist der eigentlich recht lame, weil... ja. So viel Action ist hier nicht, die ganzen Bosse einfach nochmal bekämpfen. Oh, guckt mal. Schatten. Ich werfe euch ab. Die weichen nicht mal aus. Das ist geil an den Schatten. Die sind einfach zu dumm. Da, du kriegst auch noch eine. Ja, schön. Du kriegst auch noch eine. Und du zum Schluss auch noch mal. Tja, ich glaube, das war's. Das war easy. You failed. What did you expect? That we would just watch? I'm not talking to you. No, don't fight them. I'll go to the jail. They could be your fathers. Don't fight them. This is monstrous. Please. No, no protests. You should have tried to stop it. But again, you were selfish. The whole test was made for you, but you failed. Get out of here. Yes, Father Mother's test is finished. A coward, after all. Your test, Remot, might be taking place right now. You can't ignore the difference between the Father Mother in your mind and the one here. Do your feelings, does your loyalty change? Get out of here! And Gott's test. It has nothing to do with Father Mother. You were done with all of this even before I came. Meet me at High City, and there you might meet your true test. Yo. Ich schätze, das Finale ist jetzt wirklich angekommen. Mehr gibt's nicht. Ich glaube, ich habe die ganze Karte aufgedeckt. Ja, ich war überall, habe alles gemacht und jetzt, schätze ich mal, dass der letzte große Test kommt für Ged. Also war Kax-Tee, der Nordgolem, der da oben, der so kaputt war, der war eigentlich immer der Gute, der wollte uns beschützen. Und das habe ich mir auch fast gedacht. Und dass der Süddinger da, der so nett war und uns was gegeben hat, dass der voll das fiese Arschloch ist. Irgendwie habe ich es mir gedacht. Aber ich finde es jetzt doch krass, dass es wirklich so gekommen ist. Jetzt kommt das große Finale, nehme ich mal an. Vater, Mutter, dich würde ich gern mitnehmen. You want to know which one of those were your other parents, don't you? No.
If I didn't ask you before, it sure won't make a difference now. Can undo what's done. Ja. Kann ich dich mitnehmen? Nö. Okay, der bleibt also bei der Südstraße. Dabei könnte es da hinten noch weitergehen. Das sieht so aus, als könnte es da weitergehen. Pah, ich gehe doch nicht zu dem Golem, der zockt mich eiskalt ab. What the fuck? What? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ja, der letzte Fähigkeitspunkt. Jetzt kann ich alles hochleveln. Zack, und ich würde sagen, ich mache mich mal ganz kurz offline in Steam. Nicht, damit es hier noch irgendwie unerwartet zu einem Chat kommt, zu einem Chatgespräch. Das wäre ja nicht so schön. Weil wenn ich chatte, ne, dann chatte ich. Und das ist uncool. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir hier alles gesehen. Der zum Geier ist das. Moment, das war doch der Typ, den wir bekämpft haben. Einer der Väter, der Vater von Diator? Von Rimat? Tatsache, das ist er. Und wisst ihr was? Ich habe eine Vermutung. Ich sag's jetzt einfach mal. Das ist unser Vater. What? You curious or what? Yeah. Ich bin mir so sicher, dass das unser Vater ist. Weil der Golem hat ja auch eine Andeutung gemacht. Und ich bin mir sicher, dein Vater, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, was genau der Golem gesagt hat, aber es war so eine Andeutung, dass er unser Vater ist. Hey, Vater, Mann, was geht? Ja, er will nicht, okay. Ein freundschaftlicher Punch ins Gesicht. Das, nee, findet er nicht gut. Na, dann halt nicht. Der ist fast unzivilisierter als wir, ey, krass. Ich kann nicht mal richtig Deutsch. Die Grammatik ist doch jetzt auch nicht so schwer. Doch, ist sie. Ich gehe wieder durch den Tunnel. Ist irgendwie cool. Außerdem kann ich jetzt wieder meine Munition aufstocken. Ja, das große Finale in der Hochstadt. Ja, hey, ist dir nicht kalt, Vater Mother? Zieh dir doch deinen Anzug an. Der stinkt aber voll. Der hat den noch nie gewaschen. Scheiße, wir unseren auch noch nie. Deshalb, ich dachte schon immer, was ist nur los? Wieso stinkt es immer erbärmlicher? Es war alles gar nicht die Schuld von... seinem Deo. Es war die Schuld von seiner Kleidung. Ja. Ich laber mal wieder Scheiße. Ihr hört's, ja? Und von wegen mehr Munition. Ich habe immer noch nur 3 Schuss. Und wer ist das? Ach, da ist gar niemand. Entschuldigung. Hier kann ich mir aber den Pistol holen. Yeah. Pistol oder das? Ich würde sagen, Pistol. Ab in die Hochstadt. Das große Finale. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es jetzt in dem Part mache oder im nächsten. Also ich nehme an, dass es das Finale ist. Gut möglich, dass da noch was mit dem Nordgolem kommt. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Also zumindest eine Cutscene kommt danach noch. Und ich bin ans Mikro gekommen, Entschuldigung. Deswegen werde ich da erst im nächsten Part hingehen. Und die finale Prüfung von Ged bestreiten. Wenn wir am Ende sterben, ne, dann bin ich aber enttäuscht. Ich meine, wir haben so hart trainiert, um ein guter Ninja zu werden. Ach nein, das war Naruto. Ja, ich bin echt mal gespannt, was in der Hochstadt so abgeht. Guckt mal, da steht einer. Und da steht auch einer. Oder. Nee, da steht keiner. Okay. Also gut. Dann war es das für diesen Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich vermute, im letzten Part kommt das große Finale. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Also, ja. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.